Willkommen zurück zu Programmieren 2. Ich möchte in diesem Video mit Enumerationen abschließen und nochmal zusammenfassend erwähnen, wann sollte man denn Enumerationen tendenziell einsetzen und wann nicht. Wir haben in den vorherigen Videos mit Kartenfarbe und Kartenwert eben relativ gute Beispiele gesehen, wann Enumerationen Sinn machen. Warum? Weil eben diese Farben für Karten und Werte für Karten, also 7 bis Ass und meinetwegen eben hier Herz, Karo, Pik und Kreuz, diese sind schon sehr lange in Gebrauch und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir eben eine Applikation neu kompilieren müssen, bloß weil wir konstanten Werte ändern mussten. Genau das muss aber nicht immer der Fall sein für bestimmte Konstanten. Also tendenziell würde ich Ihnen sogar von Enumerationen erstmal abraten und Ihnen eher sagen, dass Sie konstante Werte eventuell aus einer Konfigurationsdatei am Anfang Ihres Programms laden sollten, damit man sozusagen auch nach dem Kompilieren noch die Möglichkeit hat, diese konstanten Werte zu ändern. Beispielsweise, wenn man eben für unterschiedliche Kunden unterschiedliche Konstanten braucht. Oder wenn man merkt, dass während des Entwicklungszeitraums einer Applikation es zu Änderungen bei Konstanten kommt. Also das sind immer so Trigger, die Sie veranlassen sollten, darüber nachzudenken, wirklich Enumerationen einzusetzen. Das Problem ist halt, der Compiler setzt diese Werte für die Konstanten der Enumeration eben hart rein. Und wir können diese nicht mehr ändern, außer wir kompilieren neu und haben eben vorher den Code angepasst. Und genau das möchte aber man gerade bei Konstanten relativ häufig vermeiden. Da macht es dann eben eher Sinn, dass wir Konstanten in einer entsprechenden Datei, die mit zum Programm gehört, festlegt. Und wenn das Programm startet, liest eben das Programm aus der Datei die entsprechenden Werte aus und verwendet das dann als Konstante. Also tendenziell rate ich eher dazu ab, Enumerationen einzusetzen, weil man in den anderen Fällen, indem man dann einfach diese Konstante als String oder Int in ein Read-Only-Feld schreibt, das dann eben seinen Klassen oder seinen Objekten im Code zur Verfügung stellt, dass das eben deutlich flexibler ist. Aber wie jetzt beispielsweise hier beim Kartenspiel kann man durchaus mal dazu greifen, dass man sagt, okay, ich bilde jetzt eben diese entsprechenden Farbwerte und Kartenwerte als Enumerationen ab. Das muss man eben letztendlich mit sämtlichen Einflüssen und mit sämtlichen Informationen, die man hat, sollte man dann eben zu einer sinnvollen Entscheidung selber treffen. Und das kann man nicht so allgemein formulieren. Tendenziell, aber wie gesagt, sollte man sehr skeptisch sein, wenn Enumerationen eingesetzt werden. Macht es da wirklich Sinn oder macht es unseren Code eher unflexibel, weil wir bei Änderungen eben selber nochmal kompilieren müssen, ohne dass zum Beispiel der Außendienstmitarbeiter einfach in einer Datei einen neuen Konstantenwert einträgt und das Ganze dann passt. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und in den nächsten Videos werden wir uns eben mit dem nächsten C-Sharp-Typen, den wir uns noch nicht genauer angeschaut haben, das sind die sogenannten Delegates, eben genauer beschäftigen. Und bis dahin sage ich aber erstmal bis bald.